diesem Video zeige ich euch, wie ich meine Tomaten anbinde und warum ich keine Tomatenhaken benutze. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht um die Tomatenhaken bzw. wie ich meine Tomaten anbinde. Denn ich sehe es nicht, einen Tomatenhaken zu benutzen. Im Schnitt zahlt man für einen Tomatenhaken ca. 1,50 Euro bis 2,50 Euro und da ist dann ca. 5 bis 6 Meter Jute-Schnur drauf. Und ich habe hier 100 Meter, dafür zahlt man 1,80, 1,50 und die Schnur liegt überall bei mir rum, denn im Endeffekt kostet sie nichts. Selbst wenn man einen Tomatenhaken kauft, man muss trotzdem diese Jute-Schnur danach kaufen. Diese 100 Meter, die reichen mir locker für dieses Gewächshaus, wo ich 30 Tomaten habe, für 2 Jahre locker. Denn im Hobbybereich werden die Tomaten meiner Meinung nach selten größer als 6 Meter. Und genauso auf einem Tomatenhaken sind auch nie mehr drauf als 6 Meter. Natürlich, man kann auch größere kaufen, aber ob sich's lohnt, sei mal dahingestellt. Meiner Meinung nach nicht. Heute zeige ich euch, wie ich jetzt die Tomaten anbinden werde und weshalb ich auf den Tomatenhaken verzichte. Dazu nehme ich mir einfach ein Stück Schnur. Ich habe hier im Gewächshaus überall Drähte gespannt. Das geht genauso gut, wenn man nur ein Dach hat. Also überall, wo man Drähte spannen kann, kann man diese Technik anwenden. Und meiner Meinung nach, wie gesagt, im Hobbybereich um einiges sinnvoller als diese teuren Tomatenhaken, denn für ein Stück Schnur und ein bisschen Draht 2,50 Euro zu zahlen, muss jeder für sich selber wissen. Aber ich zeige euch eine Technik, womit man sie nicht braucht. Also ich habe ca. 1,90 2 Meter hier im Gewächshaus, wo meine Drähte hängen, und ich messe es mir grob ab. Sag, hier kommt es einmal bis zum Draht, lass es runterhängen, nehme mir einfach noch ein Stück mehr. Hab jetzt wahrscheinlich 4,50, 5 Meter auf der Schnur. Schneide es einmal ab. Binde es unten an die Tomaten. Und zwar nehme ich die Schnur. Der Stamm von der Tomate wird ja immer etwas dicker. Nicht nur etwas, er wird um einiges dicker. Das heißt, ich mache hier eine großzügige Schlaufe. Mache einen Knoten, dann bleibt es meistens an den ersten Blättern hängen. Natürlich, die Tomate ist noch etwas klein, um angebunden zu werden, aber ich möchte es euch einfach zeigen. Bind es ein paar Mal locker um den Stängel und ziehe es dann hoch zum Draht. Hier oben habe ich meinen Draht. Hier hängen noch die alten Schnüre, die müssen natürlich noch weg. Die kommen bei mir einfach auf den Kompost. Dann gehe ich einfach hier hoch, schaue, dass die Schnur etwas auf Spannung ist, natürlich nicht zu stark, sonst würde ich die kleinen Blätter abreißen unten. Etwas auf Spannung und mache hier im Endeffekt einfach nur wie eine Art grobe Schleife, ziehe die Schnur hoch, und mache es fest. Die restliche Schnur, die ich jetzt im Moment noch nicht brauche, die hängt hier einfach. Wenn die Tomate dann oben angekommen ist, dann kann ich einfach hier an der Schnur, die runterhängt, einmal ziehen. Natürlich später, wenn die Tomate groß ist, sollte man die Schnur auch hier oben halten. Man hat den Knoten wieder offen, man kann die Schnur ablassen und man zieht hier wieder einfach eine Schleife durch. Natürlich jetzt ohne Zug ist etwas schwer. Und so hat man es wieder. Hier hängt noch der Rest von der Schnur und später kann man das genauso wieder aufziehen. Natürlich, wer möchte, kann sich diese Tomatenhaken kaufen, aber ich finde es wirklich nutzlos. Denn ich habe hier, ich bin auch nur Hobbygärtner, ich habe keine große Gärtnerei oder sonst irgendwas, ich habe hier 30 Tomaten.
Das heißt, 30 Tomatenhaken bräuchte ich. Dann theoretisch habe ich drüben in den anderen Gewächshäusern habe ich Gurken, Paprikas. Von den Paprikas sind es auch bestimmt nochmal 15, 20 Pflanzen, die ich in dem kleinen Gewächshaus habe. Nochmal 6 Gurken, Honigmelonen, die müssen auch irgendwo hochwachsen. Deshalb, man kommt locker mal auf 60 Tomatenhaken. Das heißt, man ist schon bei über 120 Euro und die Schnur muss man trotzdem kaufen. Und ob man die für die Tomatenhaken kauft oder so schon hat, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ihr wisst jetzt, wie ich meine Tomaten anbinde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund. Gebt dem Video natürlich auch ein Like. Kommentiert, wenn ihr möchtet. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Leute.